Darf ich noch was vorsingen? Habt ihr noch Zeit? Super. Die nächste Nummer singt davon, dass ich zum Rhythmus meines eigenen Herzens tanze. Und das kann ich euch nur empfehlen, das im Leben auch so zu machen, weil das macht eine ziemliche Gaudi. Also findet euer Groove, findet euren Rhythmus und tanzt ein bisschen mit mir. Crazy how many I came to. Tom Neuwirth alias Conchita im Sissi-Kostüm war das. Und mit Sissi hat auch die nächste Performance hier in Bad Ischl bei der Eröffnung der Kulturhauptstadt 2024 so einiges zu tun. Denn jetzt wird Doris Ullich, die bekannte Choreografin vom Attersee, hier komplett nackt ihren seit 2010 immer weiterentwickelten Pudertanz aufführen. Dabei geht es darum, dass dieses Puder auch dafür steht, sich zu entstauben, den Körper tanzen zu lassen. Sie nennt es auch ihre Fetttanztechnik. Und sie selbst hat in einem Interview gemeint, es ist auch sehr interessant, dass hier in Bad Ischl, wo ja Kaiserin Elisabeth schon einige Zeit verbracht hat und hier auch ihre starren Diäten durchgeführt hat, ihr strenges Körperbild exerziert hat, hier das Fett den Körper einfach tanzen zu lassen. Und sie sagt, das ist auch eine Recherche über die Weichheit des Körpers. Thank you.